Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Wir sind direkt wieder in einem Gespräch gelandet. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. Ja, mein Gott. Ja, alles ein bisschen kacke gelaufen für uns. Komm, wir steigen jetzt hier ein. Nein, ich will keine Taxiaufträge jetzt machen. Wir können jetzt hier. Komm, machen wir mit dem Auftrag. Neuer Kontakt Martin. Hast du meine Kohle? Wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird es echt übel, Mann. Ja, ich will aber keinen Taxiauftrag gerade. Überhaupt nicht. Ich will jetzt eigentlich eher zu dem Lesner und mach da nochmal auf die Schnelle einen Auftrag. Weil da habe ich jetzt echt Bock drauf. Sieht so, als ob wir unten fahren sollen. Ja, schaut eher richtig aus. Ja, und jetzt müssen wir hier wieder irgendwo da. Hä? Wie verspickt ist denn das? Ich hab nur auf die Karte geschaut gerade. Oh Gott, wie peinlich. Nein, ich will keinen Fahrgast. Leck mich. Kein Fahrgast. Menschenskinder. Kann ja nicht so schwer sein. Komm. Und jetzt runter. So, dann gehen wir mal die Hills hoch. Ernsthaft. Das sind ja richtige luxuriöse Wohnungen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann gehen wir rein. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs?
by selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Okay, begib dich zum Suburban-Laden in Vinewood. Ja, dann. Dann würde ich mal sagen: Let's go! Echt, das ist doch ein Smart! Oder sowas in der Richtung. Unglaublich, ja. Pech gehabt. Tut mir leid. War nicht meine Absicht. Das ist das Coole, das funktioniert in GTA immer noch, dass du einfach Leute überfahren kannst. Und ich glaube, das ist auch der große, große Grund, warum da keine Kinder in dem Spiel sind. Weil sonst könntest du die einfach über den Haufen holzen. Und da würden manche sehr abgefreakte Sachen mit anstellen. Klar, würde es Kinder geben, wäre es irgendwo realistischer, aber bei den Fahrstilen, die man in GTA immer an den Tag legt, wäre das echt abgefuckte Scheiße, wenn da Kinder... Ups. Wenn es da Kinder gäbe. Also, sind wir froh, dass es keine Kinder gibt. Juhu! Let's rob a bank! Oder so ähnlich. Und Suburban. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Kauf dir passende Kleidung. Alter! Nicht euer Ernst. Dann nimm mal das. Oh Gott, das ist doch nicht euer Ernst. Dignity aside? Oh Gott, Alter. Good luck at the interview. Goodbye. Oh Mann. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Alter. You moron. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. He's gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine.
Ach komm, das schaut ja so beschissen aus. Ja, was soll's. Die Karte, wir haben gerade selbst gegen den Smart verloren, von der Stärke her. Die sind ein bisschen überpowered, die anderen Kisten, oder? So. Ja, geh zum Hintereingang. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Ja, folge dem Programmierer, das machen wir doch glatt. Das machen wir doch glatt. Es ist so ein geiles Spiel. Hi. Ja, ich komme hier nicht mal hinterher, ich kann ja nicht mal rennen. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Okay. Not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-up. Alter, das ist doch... See what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You let your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Wow. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? Alter. My glitch fixing is gonna be way down today. And we scan. Scanning. Oh, Gott sei Dank. Fueled by Java, bro. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? The noise of the keynote? Minds are gonna blow. Yes, they are. Ja, ist ja schon gut. Ja, ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch hin und verdrahten ihn. Wie es da steht. Oh, nice. So, wir verlassen das Gebäude, wie es da steht. Ich bin froh, wenn die... Ja, das kriegen wir jetzt alles gut hin, würde ich mal sagen. Aber was soll denn jetzt noch schief gehen? Wir müssen ja bloß da rauslaufen. Ja, dann gehen wir mal raus.
Und tschüss. Ja, ich müsste jetzt erstmal mein Auto wiederfinden. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Hey, Michael, hold on. Domed, I domed you! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now, whatever you say, enjoy yesterday. Wenn ich jetzt mal laufen könnte, wäre ich schneller daheim. After he's unveiled it, and then we'll talk. Komm, wir nehmen die Kiste, ist doch scheißegal. Ah, der Infamous, wie immer. Yes! Und nichts wie heim jetzt, komm! Ah, die Ansicht ist ein bisschen kacke. Ah, den stellen wir in die Garage, der ist geil wie immer. Yes! Tja, ganz ehrlich, die Schrottkiste stellen wir raus. Ja, Alter! Die Schrottkiste. Tauschen wir doch Liebe gegen hier. Und so ein Infamous. Ich hab endlich wieder was in der Tasche. Und dann gehen wir und gucken uns das an. Oh, wir müssen umschalten. Da sind wir ja schon. Ja, wie rufe ich den jetzt dann an? Ja, ist ja gut. Komm, ich will das jetzt machen. Ja. Wirklich? Ist das revolutionär? The future, okay, die Zukunft. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. Small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public. Alter, was muss ich denn anrufen? Jay Norris. Oh,
Jesus! Whoa! Whoa! Jay Norris musste ich anrufen. Ja, ist doch gut gelaufen. Auftrag ausgeführt, würde ich sagen. Missionszeit, keine Pop-Ups. War ich zu lahmarschig, ja, okay, passt doch. Michael kann sich jetzt bei seiner Schlafzimmer umziehen. Okay. Last. That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Maybe I'll take a look. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt, was das Blaue ist, und zwar, wie laut wir sind. Ja, ich möchte aber jetzt gerne irgendwo pennen. Ah, hier kann man pennen gehen. Dann würde ich mal sagen, speichern wir das Spiel. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, bald wieder. Und zwar das nächste Mal. Es wird schon dunkel, ihr seht's. Die Beleuchtung wird immer schlechter und schlechter. Über die Folgen hinweg. Das ist ja jetzt alles an einem Stück produziert worden. Und ja, wir können es jetzt aktuell einfach nicht ändern. Es wird einfach immer schlechter. Ja, es wird einfach immer schlechter und schlechter. Das bleibt einfach nicht aus. Wir haben gerade, würde ich mal sagen, nur zwei Sachen zu machen. Und zwar, unser Michael-Symbol ist weg. Ganz schlecht. Aber was soll's. Wir können Lester machen oder wir können die Tussi machen. Aber was wir als nächstes machen werden, sehen wir dann, würde ich sagen, das nächste Mal bei GTA 5. Weil, was sollen wir jetzt noch großartig machen? Wir können noch mal ganz kurz schauen, wie es unserem Freund geht. Der ist jetzt irgendwo bei einem Stadion in der Nähe. Das sind Basketballplätze. Okay. Ja, meinetwegen. So, hier sind wir jetzt Options. Büb. Wir sind in der Nähe von der Tanja. Wir können, ja, jetzt ist das Michael-Symbol auch wieder da. Wir schauen das nächste Mal. Ich würde mal sagen, wir fangen nächstes Mal dieses Tanja-Symbol an. Und genau hier beenden wir jetzt einfach auch die Folge. So Pi mal Auge dürfte ja jetzt passen von der Zeit her. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da. Und natürlich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Zen.